Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Nur so zur Info, mir geht's gut. Das Einzige ist, ab heute, 3. Dezember, Christian hat zugenommen die letzten Monate. Ja, es geht so nicht mehr weiter. Ab sofort, ab heute, Grundernährung ändern. Mehr Äpfel, Bananen. Die Banane ist übrigens schon weg. Ja, mal sehen. Also ihr seid jetzt Zeugen. Ich werde ab heute eine Diät machen. Einmal die Woche werde ich nur noch sündigen, statt sechsmal die Woche. Und ja, wir schauen mal, was bei rumkommt. Es kann sein, dass meine Frau mich vielleicht rausschmeißt, weil ich schlechte Laune habe. Wir werden sehen. Ja, deswegen mache ich jetzt nicht gerade das Video, sondern ich muss jetzt mal was loswerden. Heute Morgen mache ich mein Handy an und die neuesten News. Lockdown Light wird verlängert bis zum 10. Januar 2021. Ich habe mir das jetzt die letzten Wochen ja ganz, ganz oft im Bus anhören dürfen. Es wird ganz, ganz viel immer gemeckert über Gott und die Welt und das ist doof und das ist doof und was die da alle machen ist doof. So, Punkt 1. Ich würde sagen, die jetzt meckern und sagen, ja, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Das ist eure Meinung, das finde ich auch in Ordnung, jeder muss seine Meinung vertreten. Aber macht doch einfach auch mal Gegenvorschläge. Das würde ich jetzt mal vorschlagen. Ihr seid immer nur am Meckern, 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 alles doof und ja, ja, ja. So, ihr dürft das auch weiterhin, kein Problem. Würde aber vorschlagen, nachdem ihr das gesprochen habt, ausgesprochen habt, man nimmt ja auch mal den zweiten Satz an und sagt, ich würde das vielleicht einfach mal so und so machen. Oder ich schlage Folgendes vor. Ich denke mal, da kommen wir weiter, als wenn wir nur sagen, das ist aber doof, das ist aber doof, das ist aber doof. Und soll ich euch was sagen? In den letzten Tagen muss ich leider immer mehr Leute ermahnen, dass sie die Maske richtig tragen. Und das sind auch dann die Leute, die bei mir im Bus rummeckern, dass ja alles doof ist. So, ich sag euch Folgendes. Mir macht das auch alles keinen Spaß. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Nur zusammen sind wir stark. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich glaube, da ist mittlerweile was dran. Wenn wir alle ein bisschen mehr an einem Strang ziehen würden, je schneller haben wir unser Leben zurück, dass wir auch nächstes Jahr verreisen dürfen, zum Beispiel. Egal ob mit Bus oder ihr privat oder mit dem Flugzeug. Also kneift doch alle nochmal ein bisschen die Popobacken zusammen, das darf ich glaube ich sagen, weil das sagen ja auch Politiker. Und haltet euch doch einfach ein bisschen mehr an die Spielregeln. Oder haltet euch an die Spielregeln, dass sie nicht immer alle schön sind, brauchen wir nicht wegdiskutieren. Aber ich finde im Leben auch so viele Sachen nicht schön. Zum Beispiel, wenn ich frei habe. Aber ich muss es zur Kenntnis nehmen, manchmal muss ich halt frei haben und dann ist das halt so. Ich habe einen Ausgleich gefunden, ich plane dann Fahrten. Oder gehe meiner Frau auf den Keks. Sucht euch doch auch einfach noch ein zweites Hobby, ist doch kein Problem. So, ich denke, ich habe jetzt genug gesagt. Also, knallt eure Pobacken zusammen, macht endlich die Maske richtig auf, dass wir da nicht immer diskutieren müssen. Wenn ihr meckert oder eure Meinung äußert, dann macht das. Aber dann macht auch mal einen Gegenvorschlag. Egal, ob es Politiker sind, Privatleute sind, macht es einfach mal. Oder überlegt es, bevor ihr aussprecht, ja, das ist doof, dann überlegt euch einfach mal, okay, das ist doof, das sage ich gleich, aber ich würde das so und so machen. Dann wird das auch mal langsam ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Also macht's gut, ich muss weiter meinen Apfel essen, sonst kriege ich zu Hause Druck. In dem Sinne, Frau, ich liebe dich und alle anderen auch, die von mir das jetzt hören wollen. Macht's gut, tschüss.